Hallo und willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo, mit einem Let's Play Civ 6 Sparta, nachdem wir ja unser anderes Griechenland Let's Play zerstört haben. Also nicht wir, sondern ich oder wir von Gottes Gnaden vielleicht. Soll sein. Gut, wir haben die neue Runde begonnen, während ihr nicht zugeschaut habt. Und haben ein Dorf gemacht und eine Inspiration bekommen. Finde ich gut. So, wo haben wir noch ein Dorf? Da. Was hast du hier mal so rum? Wir haben noch ein Dorf gefunden. Boah, wow, bist du deppert. Da sind viele Dörfer. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Okay, erst jetzt haben wir die neue Runde gestartet. Euer Volk lässt sich zu nah nieder. Ihr solltet woanders nach Land suchen. Entschuldigung, ich werde in Zukunft woanders nach Land suchen. Gut, weil die nächste Stadt habe ich sowieso nicht vor, da drüben zu bauen. Das wollte ich ihm nur mal zeigen, dass ich es kann. So, na dann. Gleich einmal. Up, up and away. Wir haben einen Handwerker gekriegt, kann das sein? Das ist ja cool. So, Bogenschütze, du machst nix. Bogenschütze ist daher. Bogenschütze, du passt hier auf. Ah, verdammt, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den Handwerker nicht kaufen müssen. Einmal ein Wall. Und einmal Viecherei. So, fast auch nicht ein Tor vielleicht. Ich weiß nichts. Wir brauchen mehr Wohnraum in Ephesus. Jo. Wird wohl so sein. Was soll ich tun? Schriftsteller werden jetzt ganz nett, wenn wir langsam kriegen würden. Wir haben schon zwei Amphitheater. Das heißt, wir können schon vier Schriftstücke beherbergen. Ah ja, und wir haben auch unseren ersten Tourismus. Es gibt keine leichte Art, einen Praktikanten anzulernen. Meine beiden Methoden sind Vormachen und Meckern. Den Spruch finde ich auch nicht schlecht. Und noch ein Dorf. Okay. Denen war das offensichtlich ziemlich egal, was da im Hinterland passiert. Den Arabern. Die haben sich das da jetzt nicht wirklich angeschaut, glaube ich. Das ist noch Sparta. Na, nein. Das da hinten, gell? Neue Quest gegeben. Heurike für Burgen aus. Für die Burgen auslösen. Okay. Ein Industriegebiet. Oh ja, das will ich eh machen. So, du bleibst da stehen. Du gehst da drüber.
Okay, Forschung, 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 Maschinenbau. Athen hat offensichtlich sein Ding. Das gucken wir mal am Tempel, damit wir den Feuertempel dort reinkriegen. Da fällt mir gerade ein. Ja, haben wir da tatsächlich einen Handwerker gefangen genommen. Finde ich irre. Irre gut. Könnte man beinahe sagen. Wie kostet das 100? Bleh. Okay. Das dazu. Befördern. So, Fortbewegung nach einem Angriff kann durch Wald und Dschungel sehen. Ranger, dann sind wir nämlich schneller noch. Sollten wir da in 0, nichts sein. Erstes Auge. Nee, 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 nee. Den nennen wir Schwuppdiwupp. Weil er so schnell ist. Unser lieber Schwuppdiwupp. Na, was sag ich? Machen jetzt. Du schaust dich ebenfalls bis daher und machst da aber nichts. Dieser Handwerker. Folgendes. Und Schnee. Schauen wir mal. Ah, Händler, Händler, Händler. Die Marine hat sowohl Tradition als auch eine Zukunft. Und wir sehen mit Stolz und Zuversicht in beide Richtungen. Okay, finde ich gut. So, das gehen wir weg. 100% Hafenbezirk, Nachbarschaftsbonus. Hm. Kosten für den Kauf eines Geländefelds.
vielleicht den Schriftsteller rein. So, die Defensivgebäude noch drinnen lassen. Ja, einmal lassen wir die Defensivgebäude noch drinnen. Oder? Ah, das war, glaube ich, ein Fehler. Na, oh ja, nein, 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 nein. Da unten in, wie heißt das, Kaff? In Mykene bauen wir ja noch. Passt schon. Passt schon. Ich weiß das schon wohl. Ich glaub's ja wohl nicht. Ich bin schon wieder ins Nichts gefahren. So, Ausrichtung. 6 Bauernhöfe. Hm. Aufzeichnen. So, du könntest einen Leuchtturm oder ein Industriegebiet oder so irgendwas machen. Industriegebiet wäre vielleicht nicht schlecht bei dir. Oh, nein, du könntest den Koloss machen. Ob denn sonst noch viele Leute bauen? I hope not. Mhm. 60 Runden dauert allerdings ziemlich lang. Hm. Mal den fertig kriegen. Die einen nennen es Magie, die anderen Maschinenbau. Sehr gut, sehr gut. So. Ja, ich fürchte, da geht's nicht gut. Auch weiter. Da kann man gar nichts machen. Das ist ja doof. Da haben wir noch einen Typen rumstehen. Das heißt, wir haben so irgendwo ein Lager. Da drinnen gibt es wahrscheinlich noch Lager und so Zeug. Könnte man eigentlich mit dem Bogenschützen hingehen. Okay, machen wir Maschinen, oder? Kann ich unsere Dings aufrüsten, unsere Bogenschützen. Gut, wir brauchen zwar einen Markt, oh, das ist jetzt schwierig, brauchen wir den Markt oder einen Handelsweg? Wir brauchen einen Händler, der geht nämlich schneller.
Der Kontinent ist wirklich größer. Ich meine, er besteht auch da sehr viel aus Eis und Schnee, aber trotzdem. Nein, 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 nein. Da halten wir uns aber zurück. Na gut, dann überlegen wir mal, was wir mit euch machen können. Für den Feudalismus hätte ich noch gerne das eine, die eine oder andere Farm. Wie viele Farmen haben wir denn jetzt gerade? 1, 2, 3, 4, da unten 5. Das heißt, eine brauchen wir noch. Sich vielleicht auszahlen, gleich da eine herzubauen mit dem Feudalismus. Ist das dann gleich ein besseres Gebiet? So, bleibst du stehen. Next round. Nächster Runde Geburtstag heißt das so viel wie. Naja, mehr oder weniger. Schauen wir mal, da können wir dann die Straße nach Argos bauen. Vielleicht auch noch gescheit eine Straße zwischen. Es gab in meinem Leben viele Katastrophen. Einige sind sogar passiert. Das könnte von Dings sein, von. Wie heißt der wahnsinnige Brite, der ständig zitiert wird? Fällt mir jetzt nicht ein. Importance of Being Earnest hat er geschrieben, unter anderem. Oder das Bildnis des Dorian Gray. Ah, wie heißt er? Verdammt. Na gut, Politik ändern. Wie gesagt, das haben wir jetzt raus. Das heißt, wir brauchen irgendwas anderes in dem Bereich. 6 Stadtverteidigungsstärke plus 5 Fernkampf. Wir können wieder das nehmen. Das wird unsere Einheiten billiger machen. Wir könnten auch die Lagerbezirksproduktion stärker machen. Können wir irgendwo noch ein Lager reinbauen? Oh, noch irgendwo ein Lager. Ich glaube, die Stärke geben. Ah, warte mal, nein. Ja, das lassen wir. Wir könnten aber plus 2 Gold durch Handelswege dazu nehmen. Statt der Siedlerproduktion. Jetzt wäre es schon ab der nächsten Runde sind dann schon 4 Gold, die ich produziere damit. Zusätzlich jede Runde. Und ich baue tatsächlich keine Siedler. Stehen. Gut. Nächster Baum. Weitermachen. Das muss man gesagt, kriegen wir bald. Oh, schaffen wir das? Ich meine, das ist eh wurscht.
Schaffen so nichts mehr, kannst du so nichts anderes machen. Und das oder das. Gut, Freundchen. Wir verbreiten den Zaubertrismus weiter. So, schwuppdiwupp. Wo ist das Dorf? Da ist das Dorf. Wie kommen wir am besten hin? So. Ja, kommen wir hier den vier Runden zu Dings. Wir könnten natürlich... nach Mykene gehen, natürlich. Irre. Dass mir das nicht gleich eingefallen ist. Hat er jetzt schon hinten? Fahre ich da jetzt umsonst nach rückwärts? Bin ich da schon wieder rausgefahren jetzt? Nein. Oder? Ja, kann schon sein. So, wir könnten auch nach Medina. Das wird uns viel Geld bringen. Toronto bringt uns auch viel Geld. Aber zuerst fahren wir nach Argos, einfach weil wir einen Weg dorthin brauchen. Ich brauche Straßen. Das ist nicht richtig. So, was machen wir in Sparta als nächstes? Einen Markt. Oder sollen wir gleich noch einen? Warte, große Bibliothek. Was macht das? Plus zwei große Literaturplätze. Plus einen Punkt des Typs großer Wissenschaft. Plus zwei Wissenschaft. Muss an einem Campus gebaut werden. Muss auf alle Technologien der Antike und Klassik. Die habe ich eh schon alle. Bringt ja fast nichts mehr. Hätten die da herbauen können, dann hätte sie den Bonus da gebracht und da auch. Ich bin erleichtert, dass euer Reich keine Bedrohung für uns darstellt. Okay. Was meint er mit paranoid? Dass wir schwächer sind als er oder wie? Ich glaube noch nicht im Ernst, dass wir schwächer sind als er. So. Na, schau was an. Ein
eine Aufklärungseinheit. Na, die brauche ich jetzt wie? Wie was? Wie einen Kropf. So. Aber jetzt mal ganz hinten. Und jetzt mal wieder zurück. So. Noch mit Kähne, wie würden wir da fahren? Dadurch. Da wird uns keine Straßen bauen. Ephesus kennen wir schon, noch Athen kennen wir auch. Medina wäre natürlich eine Möglichkeit. Der Toronto bringt ja urviel. Da machen wir dann Toronto. Dieser Speer wird jetzt einmal in diese Richtung gehen. Und da gibt es noch ein bisschen Gebiet, das wir noch nicht erforscht haben. So, eine Runde noch. Hopsi, hopsi, meine Lieben. So, das Gebiet, das wir sehen, größer. Also, ah, da drüben gibt es auch was, aber da kommen wir nicht hin. Ich schau da was an. Nur vielleicht wäre übers Land gehen doch schneller gewesen. So, meine Herrschaften, dann wünsche ich euch noch einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder, wenn ich euch zu meinem Let's Play begrüßen darf. Bis dann.